So, herzlich willkommen zu. Ja. Was? Genau, Hexenfolge 26. Ich weiß noch gar nicht, wie viel wir überhaupt noch vor uns haben. Mal gucken. Gamefiles. Map 40. Hey, wie viel mit überhaupt? Egal. Lass uns einfach mal überraschen. Nein! Hä? Hä? Hallo? Also hier ist ein Schalter, den ich nicht drücken kann. Den kann ich drücken. Den kann ich nicht drücken. Den kann ich auch drücken. Ah! Hä? Hallo? Ah! Alles ja süß! Ja! Infinity Armor! Nennt man sowas einen Exploit? Ich habe keine Ahnung. Aber es macht irgendwie Spaß. Ich dachte, dieser Schalter öffnet die Tür. Weil er halt auch direkt bei der Tür ist und es dementsprechend thematisch gepasst hätte. What the fuck? Also entweder haben wir uns gerade hier zu viel gegönnt oder das war die Strafe, dass man es doch nicht unbegrenzt machen kann. Ich meine, es wäre irgendwie witzig, wäre irgendwie cool. Das wäre so richtig Ronny-konform. Nee, kommt schon wieder. Oder die spawnen einfach nach einer gewissen Zeit. Ach ja. Okay, die Frage ist, wie oft können wir spawnen? Ach doch, egal jetzt, komm. Guck mal, was uns hier erwartet. Ach du Scheiße, wo bist du denn? Oh. Das Ding sieht ein bisschen böse aus. Weißt du was, wir kommen direkt mal hier. Weg? Oh. Ah, wir können hier wieder raus. Das ist aber schön. Sehr gut. Ein bisschen zwischendurch speichern. Keine Schaden. Okay. So, was kommt jetzt? Komm. Oh. Was? What the fuck? Können wir die UFO in eine Richtung locken? Ja, können wir. Sehr schön. Okay, das heißt, ich kann die jetzt hier alle schön abfertigen. Scheiß Auto-Aim. Bleib mal bitte in der Mitte. Ach du Kacke! Au! Was ist denn jetzt? Hallo? Was? Mein Mann ist leer? Fuck my life. Ah,
Ah, die können keine Fernangriffe. Sag mal, kann das sein, dass sobald ich die letzten umbringe? Ja. Sollte ich die letzten umbringen, wird die nächste Welle aktiviert. Ist ja lol. Ja gut, dann hole ich mir erstmal hier mal eine schöne Boni. Dann haben wir ja Zeit. Solange bis wir den hier umgebracht haben. Können wir hier nochmal schön gucken. Nee, hier gibt's nichts. Schade eigentlich. Gut, dann suchen wir mal uns hier nochmal. Jetzt macht er mich hier total nervös. So, holen wir uns mal schnell hier unser Armo. Ah, sieht doch sehr, sehr gut aus. Okay, von der blauen Ammo brauchen wir noch was. Gibt's hier Ammo? Nicht Ammo, sondern Mana? Mana. Mana. Ne, keine Mana. Ist ja nicht. Wir brauchen also noch blaue Mana. Gut, dann aktiviere ich hier mal nochmal dieses komische Ding. Das war. Ja, blaue Mana. Ja, bitte lass mich in Ruhe. Okay, Mana ist wieder komplett. Dann können wir uns jetzt auf den Krieg begeben. War natürlich klar, bevor das Ding trifft, hat er sich wegteleportiert. Gut, das heißt, wir müssen warten, bis er zu uns kommt. Da komm her, Mistgeburt. Jetzt. Stirb halt. Komm zu mir? War's das? Oder wie jetzt? Oh, noch ein Teleporter. Okay. Moment, aber sind immer noch zwei Türen, die ich da aufbekommen würde. Sieht ja süß aus. Jetzt habe ich echt, wie der Endgegner aussieht. Also wirklich der richtige Hauptboss denn. Mana können wir gebrauchen. Wenn es hier kostenlos gibt, warum nicht, ne? Wir haben nur noch 20 Mana, ach du Scheiße. Wir haben nur noch 20 Mana. So, gucken wir mal. Ah, ein bisschen brauchen wir noch. Kostenlos Mana, ist das geil. Gut, ab und zu kommen wir hier diese Magier, aber pff, immer lass sie kommen. Ah, ein bisschen brauchen wir noch. Okay, jetzt kommt der Marker. Also die Marker sind eher eine Witznummer, ganz ehrlich. Da kommt einmal nochmal blau, dann haben wir es doch. Jawoll. Yay! Mana voll! Sehr geil das Ganze. Okay, gut, wir sind komplett voll. Dann gehen wir mal durch den Teleporter. Dann gucken, wo wir jetzt hinkommen. Das war bereits der Endgegner? Okay. Gut jetzt.
Okay, also für den Agility bin ich jetzt echt ein bisschen mehr auf. Das war der Agility. Wow. Okay. Jo, das, ja, das war der Gegner. Das war's. Ja, ist ja schön, ist ja. Ja, schade. Hab auch schon gespeichert danach. Wir können also nicht mehr machen. Wow. Das heißt, das ganze Mana auffüllen gerade war komplett umsonst. Gut, das war denn. Mehrere Chapter gibt's ja hier nicht, ne? Ne, genau, mehrere Chapter gibt's ja nicht. Das war's. Das war Hexen. Ja, das war dann Hexen. Dann würde ich mal sagen, können wir uns jetzt. 10 Minuten. Oh Gott. Gut. Es war mitten in der Folge, aber wir fangen jetzt ein neues. Also, Hexen geht ja noch weiter. Gibt es ja noch ein Add-on. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, ist das Add-on ein eigenes, eine eigene EVOD oder muss man das als Add-on laden? Wir probieren es mal ganz kurz als. Nein. Da. Hex.dd. Nee, geht nicht. Okay. Das heißt, es ist eine PWAT. Keine IWAT. Nein. Fall. Dann klatsch mal das bitte noch dahin. Und dann Hex.dd. Das, soweit ich weiß, einzige offizielle Add-on, was es gibt zu Hexen. Genauso wie es ja Heretic gab es ja auch ein Add-on. Und bei Hexen gibt es halt auch dieses Add-on. Und zwar Hexen, keine Ahnung. Genau, Deathwing of the Dark Citadel. Yay! Ist natürlich jetzt genauso wie bei Heretic. Storymäßig geht es hier also nicht weiter, sondern ist halt out of storyline, wenn man so möchte. So, wir spielen natürlich wieder als Mage, ganz klar. Bumm. Könnte das eigentlich überschreiben? Oder wir machen ein neues Safe-Game. Hex.dd. Bam. Müsste du auch jetzt über dem anderen gestanden sein? Ja, easy. So. Vorwarnung. Hex.dd, also Hexen, Deathwing of the Dark Citadel. Oder Hexen.dd, keine Ahnung, wie man das ausspricht, abgekürzt. Also die Datei heißt der Hex.dd. Ist wesentlich schwieriger. Also wir haben ja schon damals den Unterschied gemerkt bei Heretic zwischen den ersten drei Episoden und den zwei Add-on-Episoden. Und hier ist der Unterschied noch viel krasser. Das weiß ich, weil ich habe dieses Add-on auch mal separat immer mal ein bisschen angespielt. Und es gibt zwei große Unterschiede. Ganz große. Also genau genommen, es gibt sogar drei große Unterschiede. Das erste sowieso, die Map ist vom Aufbau her wesentlich komplexer, verwirrender. Der zweite Unterschied ist, es spawnen immer ab und zu Gegner nach, ne? Und bisher waren das immer nur diese Viecher, die jetzt hier gerade rumlaufen. Bei dem Add-on spawnen aber auch andere Viecher nach. Also auch wesentlich schwierigere Gegner nach, immer mal wieder. Und als wenn das noch nicht genug wäre, spawnen sie auch noch häufiger nach. Deswegen, also das Ganze hier wird jetzt wahrscheinlich echt eine Geduldsprobe. Und es gilt wieder das gleiche wie auch sonst immer. Die ersten paar Episoden kenne ich so ein bisschen, weil ich natürlich einmal angespielt habe. Aber so im Großen und Ganzen habe ich halt keine Ahnung. Vor allem für den späteren Levels natürlich. So, das war's. Ein bisschen Mana bekommen wir ja auch gleich. Sehr schön. Hier geht's nicht weiter. Wow. Okay, jetzt bloß ein bisschen Leben. Da auch. Hier war doch einfach noch was drin, oder? Ah. So war das, genau.
Ah, okay. Ja, wie gesagt, die ersten Maps, die kenne ich tatsächlich noch, genauso wie bei Hexen. Weil die ersten Maps habe ich natürlich ewig häufig gespielt. Aber je weiter das denn fortschreitet, also die späteren Maps, ich weiß nicht, ob ich die erste Hub überhaupt geschafft habe. Keine Ahnung. Obwohl doch, keine Ahnung. Also die anderen Hubs habe ich auch, also kenne ich auch. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich mich immer in die Hubs teleportiert habe oder ob ich die ersten Hubs tatsächlich geschafft habe und dementsprechend fortgeschritten bin. Ich habe keine Ahnung. Ist halt schon so mittlerweile so lange her. Das heißt also, wenn ich was weiß, dann sind das sowieso nur Spurenelemente. Ah. Quasi kann Spuren von Wissen enthalten oder so, keine Ahnung. Ah, schau mal, da guck mal. So, hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Hier brauchen wir einen Silver Key. Aber wir können hier hoch. Da draußen ist ein Teleporter. Sehr schön. Wow. Was hab ich getan? Das war richtig. Erstmal schön hier reingehören, wo ich nie wieder rauskomme. Ach du Kacke. Wollt mich verarschen? Oh fuck my life. So hier schon mal eine Runde hängen bleiben, garantiert. Ist ein paar Sachen kenne ich jetzt tatsächlich noch. Wow! Ja, ich sterbe gleich. Ist aber wieder wie immer. An Secrets erkenne ich, erinnere ich mich. Aber ich weiß nicht mehr, dass da auch Monster auf einen warten und man dadurch stirbt. Oh! Das erste Stück unserer Waffe, unserer finalen Waffe. Komme ich von hier aus irgendwo hin? Versuche mal auf die Mauer aufzuspringen. Ne. So. Unsere erste Reise geht also hier hin. Was haben wir jetzt gerade bekommen? Segment of Bloodscorch Porcalator. Ach, whatever. Gut, das verkennen wir schon mal nicht dann. Ah ja, genau, die Bäume, die muss man alle erledigen. So, da gab es hier oben irgendwas. Waterfall ist blockt. Okay. Ah! Hä? Was hat sich das getan? Okay. Aha. Waterfall ist open. Ah. So, mal müssen wir unser Leben hier aufbessern. So, Waterfall ist open. Das heißt, ich komme hier lang. Sehr schön. Ach, da komme ich wieder zum Anfang. Ah, ja, so war das. So war das damals. Bitte, hab Frieden, hab Geduld, hab. The door has opened in the... Was? The door has opened in the... Chapel. Okay.
Okay, welche Tür doch immer war. Da war ja bloß diese eine Tür, wo wir den Key brauchten. Die wird ja wohl kommen zum Anfang, oder? Aber. Das tat weh. Door in the Chapel. Dann gehen wir mal direkt nochmal rein. Das müsste hier gewesen sein. Aua! So, hier hat sich. Nee, genau, die Tür kann sich nicht geöffnet haben. Welche Tür meint er denn dann? Door in the Chapel. Hier noch. Ach, hier! Ah! Schau mal, na guck. Oh oh. Aua! Tut das weh! Und jetzt? Ah! Ah, Silver Key. Na gut, erstmal ein bisschen aufsammeln. Blaue Mana bekommen wir auch. What the fuck? Rüstung, keine Schaden. Fackel bekommen wir auch. So, wir haben ein Silver Key. Das heißt, mit dem Silver Key können wir jetzt endlich mal diese Silvertür öffnen. Silver Key war wo? Ach hier. Überall diese Kackvögel, Alter. Kappe zu jetzt. Ja. Oh, war nicht noch mehr Vögel. Oh, Telefon. Okay. Ah, okay. Gut. Da sind wir in der ersten Hub. Gut. Die schauen wir uns aber später an. In dem Sinne, schauen wir, also in der ersten richtigen Hub natürlich. Da, in dem Sinne, schauen wir uns vor.